Herzlich willkommen live aus Potsdam zur Bühne von der Chaoszone. Der nächste Talk ist von Holger. Und zwar Holger ist einer von 5 Regionalkontakten in Deutschland für Burning Man und mit seiner Frau Helga ist er auch im Vorstand von Berlin Burner und wird uns halt in dem nächsten Talk einige Sachen über Events von Burning Man berichten. Fragen könnt ihr wie immer auf IRC-Channel stellen oder auf den bekannten Medien wie Twitter und Mastodon mit dem Hashtag Chaoszone. Und im Anschluss gibt es auch ein Q&A, wo wir halt auf Fragen von euch eingehen werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk. Hallo. Ja, wie gesagt, Helga. Holger. Und wir sind eine Weile schon beschäftigt mit Burning Man und was mir ein interessantes Thema schien, ist halt hier ein bisschen über das Thema Events zu sprechen, weil wir ja auch auf einem Event sind. Vielleicht nochmal kurz, Burning Man kenne ich selbst, seit ich 35 bin. Den Chaos Communication Congress kenne ich schon, seit ich 16 bin. Aber Burning Man als Kultur hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen stärker eingebunden und füllt jetzt eigentlich so mein ganzes Privatleben neben der Familie aus. Willst du auch kurz noch was sagen? Okay. Hat dazu geführt, dass ich Helga dann auch mit angesteckt habe im Laufe der Zeit. Das blieb dann nicht aus. Dann wollen wir gleich ins Thema einsteigen. Hier schon mal so ein bisschen der rote Faden. Wo soll es so ein bisschen drum gehen? Zum einen für die Leute, insbesondere die Burning Man nicht kennen und vor allen Dingen auch das, was Burning Man ausmacht. Gibt es erstmal noch so eine kleine Einführung aus dem großen Ganzen dann ins kleinere hier und dann später halt eben vor allen Dingen dahin, wenn mich sowas interessiert und wenn ich auch Events machen möchte, was sind Dinge, über die ich nachdenken kann. Wenn wir jetzt Live-Publikum hätten, dann würde mich natürlich sehr interessieren, wie das insbesondere beim Chaos Communication Camp aussieht, aber auch hier beim Kongress, weil ich glaube, da gibt es halt einige ähnliche Strukturen und auch diese mit den ganzen Vereinen und so weiter. Da kann man, glaube ich, einiges auch voneinander lernen. Jetzt aber erstmal zum Hauptthema quasi. Was ist Burning Man? Ein Festival halt mit ziemlich vielen Leuten, 78.000 waren es beim letzten Mal, wo es live stattgefunden hat. Während der Pandemie hat es remote stattgefunden. Es geht um Kunst und Gemeinschaft. Das sind halt eigentlich so die Hauptaspekte dabei. Ist so ein bisschen entstanden vor über 30 Jahren in San Francisco im Strand, als war es ganz Kleines, ist dann immer größer geworden, musste irgendwann von San Francisco wegziehen, weil 1.500 Leute am Strand dann der Polizei nicht mehr gefallen hat, vor allen Dingen in der Kombination mit Feuer. Und dann sind sie halt letztendlich in der Black Rock Desert in Nevada gelandet, 2 Stunden nördlich von Reno, 6 Stunden von San Francisco ungefähr. Hat sich ursprünglich auch so ein bisschen gespeist aus der Gegenkultur, aus dem Silicon Valley natürlich, weil das ja nicht so weit weg ist und da viel Leute Möglichkeiten suchen, sich kreativ auszudrücken. Machen das halt eben mit Ideen über Kostümierung, mit Musik. Es gibt große Partys, die dort stattfinden, aber auch kleine Live-Musikbühnen und sehr viele Kunstwerke, die in der dort platziert sind, mit denen man insbesondere auch interagieren soll und kann. Und was ist Burning Man auch? Vieles. Also zum ersten Mal ist es halt eine temporäre Stadt mit vielen Kunstwerken, die existiert für eine, also der Event selber dauert eine Woche. Aufbau und Abbau sind meistens nochmal 3 bis 4 Wochen vorher und hinterher. Am Ende muss muss die Stadt komplett leer sein. Das ist ein Naturschutzgebiet, das muss hinterher wieder so aussehen wie vorher. Es bringt aber eben auch die Maker-Szenen zusammen und die Start-up-Szenen in der Westküste. Und das ist auch das, was wir hier im Berliner Umfeld schon mal so ein bisschen angefangen hatten mit der Seabase. Es gibt aber auch dann jetzt so
längerfristig den Blick darauf, das Ganze CO2-neutral zu machen. Viele Menschen müssen lange Strecken reisen, es werden Dinge verbrannt. Da ist das mit dem Klima immer zunehmend ein großes Thema. Und auch die Diversität, gerade in den USA, ist halt ein Thema, was stark in den Fokus genommen wird, weil der Anteil der farbigen und der asiatischen Bevölkerung ist noch überschaubar bezogen auf den Gesamtanteil Gesamtbevölkerung. Ja, viele Leute machen sich das ganze Jahr über Gedanken, was sie da machen können, wie das sein wird, wie sie das vorbereiten, quasi nach dem Burn ist vor dem Burn. Aber auch in ihrem konkreten Umfeld mit anderen Leuten zusammen zu sein und was sie dort für Aktivitäten machen können. Leave No Trace ist ein wichtiges Thema. Das heißt, wie gesagt, die Wüste ist zwar biologisch tot, aber sie soll halt eben hinterher komplett wieder so aussehen. Das wird auch geprüft von der zuständigen Behörde, dass dann hinterher alles sauber ist. Da gibt es tausende Freiwillige, die dann die haarklein durchkämmen. Macht keine Werbung. Vor Ort gibt es nichts zu kaufen. Und auch DJs werden zwar teilweise eingeflogen von Camps, die dürfen aber auch quasi keine Werbung damit machen, dass sie dort sind oder sie verwirken ihr Recht darauf, wiederzukommen. Da ist Burning Man relativ strikt, weil jetzt in der Hochburg des Kapitalismus muss man sich eigentlich ständig dagegen wehren, irgendwie gegen Versuche, kapitalistisch ausgebeutet zu werden. Und das passiert halt leider gerade im Musikbereich relativ leicht. Aber die Hauptsache ist eigentlich, dass all das, was da passiert, das soll die Leute zusammenbringen, soll die Leute in Kontakt bringen. Also auch die ganzen Camps, die gemacht werden, alles, was sich Leute überlegen, mitzubringen dorthin, das machen die üblicherweise nicht für sich, sondern die machen das halt eben, um mit anderen zusammen eine Erfahrung zu machen. Und das ist, und die Kunstwerke ebenso, die sind halt eben interaktiv, dass man halt was nicht nur die Sachen anguckt und hübsch findet, sondern manches funktioniert auch erst dadurch, dass man es anfasst, dass man es beklettert zum Beispiel. Und, ja, das Interessante finde ich an der Stelle ist, das ist kein Kunstbegriff, der sich an den Markt richtet. Also in der üblichen Gesellschaft geht man halt in eine Galerie und dann ist der Wert eines Bildes oder einer Skulptur oder auch einer Performance im Theater, wird dann daran gemessen, wie teuer die Tickets verkauft werden können oder dass der Galerist einen guten Umsatz mit dem Verkauf dann eines Kunstobjektes macht. Und das ist halt auf einem Burn oder vor allen Dingen dann von Burning Man aus anders, dass man wirklich zusammen Dinge gestaltet, dass man eine Idee hat, die man ausdrucken möchte, dass man sich mit anderen zusammentut, um diesen Ausdruck dann auch bestmöglich hinzukriegen. Und es ist aber auch nichts, was jetzt unbedingt an die Wand gehängt werden muss, sondern viele von den gerade in Amerika sehr großen Holzskulpturen oder was auch immer, die werden dann am Ende der Woche halt auch verbrannt. Und das ist eine sehr, finde ich, attraktive und anziehende Art, sich kreativ zu beschäftigen, wo es dann eben wirklich darum geht, was tue ich, was mache ich für eine Erfahrung, wie ist das, wie mache ich es mit anderen und dann ist dann aber auch gut, wenn es fertig ist. Genau, so ein paar Sachen, die man vielleicht noch bedenken muss dabei, also es ist, wie gesagt, 2 Stunden weg von der nächsten Stadt, also man kommt normalerweise schwer hin und auch schwer wieder weg. Vor Ort gibt es eigentlich seitens der Organisatoren nur Straßen und Toiletten. Und alles andere müssen halt die Menschen selber mitbringen. Das heißt Wasser, Strom, wenn sie Strom haben wollen. Sie müssen sich ums Abwasser kümmern. Das ist quasi, als ob man in die Wüste, also irgendwo in die Wüste fährt, wo keine Veranstaltung ist. All diese Dinge muss man halt quasi selber mitbringen. Und was auch manchmal erstaunlich ist am Anfang, ist, das findet auf öffentlichem Land statt, auf Bundesland quasi, und deswegen ist die Polizei nicht draußen, sondern ist innerhalb der Veranstaltung auch. Also meistens so mit um die 200 Beamten der verschiedenen zuständigen Einheiten. Also es ist eine Freiheit, wie die Amerikaner sie sonst nicht kennen, aber diese Freiheit wird trotzdem auch von der Polizei kontrolliert. Nur sind 200 Leute und 78.000, das ist ein Verhältnis, da gibt es... Also ich selber habe noch keinen Kontakt mit der Polizei gehabt und sehe nur hier und da mal zufällig irgendwelche Polizeiautos rumfahren. Jetzt mal noch so ein paar
Beispiele. Das Bild links, was man jetzt sieht, das ist aus dem Generator. Das ist so ein großer Makerspace in Reno. Das ist allerdings die alte Version, weil die sind vor einiger Zeit gekündigt worden, mussten umziehen, haben aber einen neuen Platz auch in Reno gefunden. Das ist für manche Großprojekte halt, die, wenn sie nicht zufällig in San Francisco was haben oder in der Bay Area, ist das halt ein sehr guter Platz in der Nähe von dem Gelände, große Kunstwerke bauen zu können. Es gibt halt auch die Aufforderung, so ein bisschen innerhalb der Kultur Kunst zu machen oder Kunst zu sein. Darauf bezieht sich das Bild rechts oben. Darauf bezieht sich auch letztendlich so ein bisschen der Hang zum Verkleiden oder von dem sich optisch anders auszudrücken, als man das normalerweise tun würde. Was man rechts unten sieht, der Sonic Runway, nachts ist es dort in der Wüste sehr dunkel und deswegen ist Licht relativ wichtig und auch in den letzten Jahren zunehmend mehr und mehr Sachen mit LED gekommen. Kunstwerke mit LED-Bestückung auch. Viele machen auch ihre Fahrräder zum Beispiel. Man sieht das da so ein bisschen, Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Das gibt aber dann auch schon so ein bisschen Kritik manchmal, weil das sieht dann sehr, ich will nicht sagen lieblos aus, aber zwischen sein Fahrrad gestalten und es gut aussehen zu lassen, dann nochmal unterschiedliche Dinge. Eine LED dranhängen ist eins und das wirklich mit einer künstlerischen Idee schön machen ist was anderes. Ja, hier nochmal zurück zum allerersten Bild. Das ist halt Burning Man, wie es normalerweise aussieht. Es hat dieses Jahr nicht stattgefunden, aber es haben sich Leute, und die Zahlen gehen irgendwo zwischen 5.000 und 15.000 Leuten, haben sich halt eigenständig in der Wüste versammelt, sich irgendwie über Google Maps organisiert und etwas gemacht, was so ein bisschen ähnlich aussah. Das nannte sich dann der Renegade Burn, weil ja ganz ursprünglich Burning Man auch sozusagen ein freier Zusammenschluss von Leuten war und erst durch Anforderungen von Behörden und durch letztendlich auch Katastrophen oder Fehler, die passiert sind, zu bestimmten Regeln und Formen gefunden hat, die heute halt relevant sind und die manchen Leuten, die sehr freiheitsliebend sind, dann sehr auf die Nerven gehen. Und deswegen wird es jetzt mal spannend, wie es nächstes Jahr wird, welche Elemente oder welche Lehren aus diesem Renegade Burn dann gezogen werden. Prinzipiell ist es aber so, in der Stadt sozusagen, in diesem Dreiviertelkreis, da finden die Veranstaltungen statt und da wohnen die Leute, also die machen halt auch die Bühne sozusagen direkt neben ihrem Zelt und nicht irgendwo weit weg und schlafen dann, wo es ruhig ist. Und in dem offenen Bereich, in der Mitte insbesondere, aber auch so nach links weg, da ist dann da sind die diversen Kunstwerke aufgestellt. Und da steht jedes für sich und die sind halt auch relativ weit auseinander und man sieht, es gibt tausende Veranstaltungen und diese 350 Kunstwerke, wenn man da hinfährt, dann kriegt man überhaupt immer nur einen ganz kleinen Teil davon mit, was total schade ist, aber auch sehr spannend, weil das dann halt ein sehr individuelles Erleben ist. Das Ganze basiert auf den 10 Prinzipien von Burning Man, die 2004, als klar wurde, okay, wir sind jetzt hier, kommen so langsam an die Grenze des Wachstums und wir wollen uns aber auch noch ein bisschen die Kultur in die Welt tragen. Da haben sich die Gründer hingesetzt oder einer der Gründer und hat das halt formuliert. Ich gehe die einfach mal kurz durch. Manche sind wichtiger, manche sind weniger wichtig für eine konkrete Veranstaltung. Also bei Offen für jeden, das bezieht sich natürlich darauf, also Fremde sind willkommen, auch die, die sozusagen neu da sind. Es gibt meistens dann einfach nur Platzprobleme, dass man halt unter Umständen nicht, dass man halt nur so und so viele Tickets machen kann. Schenken ist auch ein wichtiges Prinzip. Jeder bringt mit, was er braucht und auf jeden Fall auch noch mehr, sicherheitshalber für sich, aber dann kann man halt auch relativ leicht Dinge abgeben. Und es gibt zum Beispiel Dutzende Bars, die alle mit geschenktem Alkohol sozusagen funktionieren.
Und die nehmen dann auch gerne Geschenke an von Leuten. Also wer jetzt nicht selber eine Bar aufmachen will, kann aber durchaus halt die eine oder andere Flasche mitbringen und dann da abgeben, damit die Bar einfach länger läuft. Weil nichts ist langweiliger als eine Bar, wo kein Alkohol ist. Also zumindest für die alkoholtrinkenden Menschen. Dann Dekommodifizierung, das ist sowohl für die Amerikaner als auch für uns ein Fremdwort. Da geht es im Prinzip darum, nicht ein Ding mit einem Etikett, mit einem Preisschild aus allem zu machen. Und eben dann halt eben keine Werbung zu haben und auch keine Werbung für die Veranstaltung zu machen. Also jetzt in einem kommerziellen Kontext würde ich diesen Vortrag nicht halten wollen. Jetzt hier im Rahmen des Kongresses ergibt das aus meiner Sicht aber schon Sinn. Eigenverantwortung, existenzielle Eigenverantwortung ist wichtig. Also sich nicht von anderen Leuten abhängig machen. Das ist halt auch das, dass es nichts zu kaufen gibt dort. Du musst halt alles mitbringen, was du brauchst, um eine Woche zu überleben. Und das machen wir halt quasi, all diese Sachen machen wir im Prinzip bei unseren eigenen Veranstaltungen auch. Fast alle oder alle. Intensiver Selbstausdruck, also der Welt zeigen quasi, was man zeigen möchte. Man kann auch ganz für sich stoffelig rumlaufen, das ist völlig okay, sagt keiner was. Man kann aber auch irgendwie gucken, was so für ein Paradiesvogel oder Paradiesvogelin in jemandem drinsteckt. Man muss halt nur gucken, dass mit dem, was man macht und teilt, den anderen Menschen nicht allzu sehr auf die Füße tritt. Dann gemeinschaftliches Arbeiten, das ist gerade eben auch dieses Event machen, das ist halt ganz viel gemeinsam und eben auf der Veranstaltung selbst, auch bei den ganzen Workshops und was es da alles gibt, da wird halt viel gemacht und auch letztendlich die Community-Arbeit das ganze Jahr über ist halt auch immer wieder was Gemeinsames, alleine wäre das total fad. Verantwortungsbewusstsein ist wichtig, sowohl für die Menschen, mit denen man da ist, als auch für die Nachbarn, das ist gerade bei sehr musiklastigen Veranstaltungen, ist das immer eine Herausforderung, jetzt hier im eng besiedelten Deutschland jedenfalls, etwas zu finden, wo man halt was mit Musik machen kann. Keine Spuren hinterlassen, Leave No Trace hatten wir vorhin kurz schon erwähnt. Am besten den Ort sogar noch besser hinterlassen, als er vorher war. Also wir waren mal auf dem Gelände von der Wilden Möhre und dann sind wir halt auch so mit Magnet, großen Magneten rumgelaufen, weil es war alles voll mit Schrauben und anderen Metallteilen. Und einen Teil davon haben wir im Laufe der Veranstaltung dann auch weggekriegt. Aktiv mitmachen, nicht andere Leute für einen was machen lassen, das ist halt auch wichtig. Und die Unmittelbarkeit, also umso intensiver man drin ist und sich nicht irgendwie hinter irgendwelche Barrieren zurückzieht, sei es hinter das Handy oder ins Wohnmobil oder falls man eins hat, das ist halt, man kann das nicht nachholen, was man verpasst. Das passiert genau in dem Moment und nicht irgendwann später nochmal wiederholbar. Hier nochmal so ein bisschen, so ein paar kleine Bilder zu Kunstwerken und auch zu selbstgemachten Sachen. Die können ganz klein sein, so wie rechts oben, aber auch interaktiv, weil was da ist, wird sich wahrscheinlich erst erschließen, wenn man diesen Koffer auch aufmacht und reinschaut. Und unten rechts sieht man halt so, was halt so ein Camp als Bar oder als Workshop-Space auch gemacht hat. So ein bisschen was zusammengezimmert. Und spannend ist aber auch halt rauszufinden, wie kann man jetzt Dinge machen, dass die wirklich auch Menschen eine Erfahrung schaffen, mit der sie vorher nicht gerechnet haben oder wo Menschen eine Erfahrung machen können, mit der sie vorher nicht gerechnet haben. Es gibt da so ein Buch, was ich in dem Zusammenhang relativ interessant finde, von einem Menschen aus dem Philosophischen Center von Burning Man, Benjamin Wachs. Das heißt, den Namen habe ich jetzt vergessen, der kommt hinten nochmal auf der Linkliste auf jeden Fall, Turn Your Life into Art. Und da geht es halt auch tatsächlich genau darum zu gucken, also interessante Deko ist eins, aber wie macht man jetzt sozusagen aus dem Ganzen, mit welchen performativen, theatralen Elementen macht man halt daraus wirklich was, dass die Leute sagen, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das hat mich jetzt völlig umgehauen. Das kommt in diesem Buch, glaube ich, ganz, ganz gut raus. Ich habe es jetzt noch nicht bis zum Ende gelesen, aber soweit ich gelesen habe, war das auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, da steckt viel drin, was man für Veranstaltungen und für Dinge, die man macht, sei es jetzt ein Camp, eine Assembly oder eine ganze Veranstaltung, kann man sich da, glaube ich, viel mit rausnehmen.
So, jetzt nochmal ein Beispiel, was wir gemacht haben. Das ist ein Kunstprojekt, was wir von der deutschen Burner Community bei Burning Man gemacht haben in 2016. German Gilde, das ist die BRS Grand Elaborated Rule Makers and No Holds Bearers, also die Regelmacher und Kommissköppe. Und die Amerikaner lieben regionale Bezüge. Genau, zu 25 Leuten haben wir das gemacht als offizielles Projekt, haben auch tatsächlich Förderung bekommen von Burning Man dafür und auch Spenden eingesammelt über unseren Verein und haben halt sehr viele Dinge gemacht. Wir haben uns irgendwie Wochen, Monate lang zusammengesetzt, Deko vorbereitet, das alles erstmal diskutiert, auch wie wir das machen wollen, Schilder, Stempel, vor Ort dann die Möbel gebaut aus Holz nach Plänen, die wir uns vorbereitet haben im FabLab. Gab es dann so ein bisschen auch Unterstützung dann durch einen von unseren Künstlern, durch den Eitan, halt mit Lasercutter aus alten Aktendeckeln Schilder geschnitten. Vielleicht kurz, was das Thema von dem Projekt war, mit dem Ausgehen davon, dass Germans gerne Kommissköppe sein können, haben wir halt angeboten, einen Workshop, wo Leute gewürfelt haben und aus diesen Zahlen heraus sich neue Wörter für eine Regel ergeben haben. Zum Beispiel immer staubige Hintern verhauen oder sowas. Also völlig absurdes Zeug. Und die Leute haben das dann gewürfelt, haben dann ihre neue Regel mitgenommen und haben die dann gestempelt. Auch wieder Stempel haben wir dann aus Frakturschrift zum Beispiel die Wörter gemacht. Und die Stempelkarten, wo die das drauf gestempelt haben, waren halt lasergecuttet. Das sieht man oben rechts auf dem Bild. Also Aktenzeichen aus alten Aktenordnern. Und am Schluss müssten die zu einem Richter kommen. Und der Richter hat ihnen dann abgestempelt, dass sie auch alles richtig gemacht haben mit ihrer neuen Regel. Das hat super viel Spaß gemacht, mit den Leuten zu spielen. Und wir hatten große Würfel und kleine Würfel. Würfeln als Mögliche dabei. Also dieses bisschen Regeln verarschen war ein Thema. Wir haben alle Roben getragen oder Überwürfe getragen, die Karlsruher Amtsroben nachempfunden waren, die allerdings aus durchsichtigem Palettenstoff bestanden. Und es war eine sehr lustige Auktion, hat vielen Leuten ziemlich viel Spaß gemacht. Genau, jetzt aber müssen wir uns langsam auch dem zentralen Thema widmen. Erstmal noch zum Thema Regional Network, also das, was Burning Man mal aufgebaut hat, wo ich halt auch ein Teil davon bin. Ungefähr 250 gibt es halt weltweit, sehr viele in den USA, da gibt es irgendwie in jedem Bundesstaat 3 bis 4. Bei uns sind wir halt 5 für Deutschland im Moment. Und dadurch, dass halt Burning Man nicht mehr wachsen kann, weil alle über eine zweispurige Straße kommen müssen, alle 35.000 Autos oder so, hat man halt eben schon relativ früh angefangen zu gucken, ob sich das auch exportieren lässt. Beziehungsweise halt haben die Leute auch einfach, die da waren, inspiriert waren, das mit in ihre Gegend genommen und versucht dann halt selber was aufzubauen. Die Community erstmal für Fragen, für Leute, die da hinfahren wollen. Aber mittlerweile ist halt die Community halt in Europa zum Beispiel auch relativ stark. Es gibt einmal im Jahr so eine Konferenz, wo die Regionalkontakte und andere Leute, die sich um sowas kümmern, zusammenkommen. Die erste von diesen Konferenzen zum Beispiel hat auch in der Seabase in Berlin eine von ihren Veranstaltungen gehabt. Da habe ich die Seabase dann auch so ein bisschen mehr kennengelernt darüber. Ansonsten gibt es halt größere Events, sind Nowhere in Nordspanien, das hat knappe 3.500 Teilnehmende, Borderlands in Skandinavien auch ähnlich groß und dann gibt es halt in allen Gegenden Europas und auch in anderen Erdteilen, Africa Burn zum Beispiel in Südafrika, aber auch Crème Brûlée in Frankreich, Barcelona Burner Bash, Schönburn, Imaginarium in Tschechien, Where the Sheep Sleep in Niederlanden. Und dann gibt es halt eben auch hinterher oder so zwischendurch auch manchmal so Party-Events, die halt für eine Nacht gehen, sogenannte Decompressions. Die gibt es halt in London, in Amsterdam und Irland, meine ich auch. Gibt es also vieles, wo man quasi teilnehmen kann, ohne über den großen Teich zu fliegen. Und jetzt hier in Deutschland hat sich jetzt in den vergangenen Jahren halt entwickelt zum einen Kiezburn.
die das mit einem eigenen Verein machen inzwischen, mit knapp 1000 Leuten, hat dieses Jahr auch stattgefunden unter starken Covid-Auflagen mit täglich Testen und so. Hamburn, von den Hamburgern organisiert, zum brennenden Bären. Das ist so ein bisschen so eine, nicht ein Ausreißer, aber es findet halt eben im Winter statt. Und ähnlich wie Hamburn ist das halt bei den Winter-Events so, dass dann normalerweise die mit Catering sind, dass es da ein zentrales Essen gibt, weil du kannst im Winter nicht lauter Leute irgendwie vor einen Campingkocher setzen draußen. Das funktioniert nicht. Man möchte eigentlich auch gar nicht, dass die Leute so viel draußen sind im Januar, weil du weißt halt nicht, wie das Wetter ist. Und wenn du Minusgrade hast, dann bin ich ja auch für die Menschen verantwortlich. Genau, dann gibt es vielleicht im Sommer dann noch einen neuen Event in der Nähe von Leipzig. Da sind wir gerade halt persönlich am Vorbereiten. So, was gibt es noch an lokalen Aktivitäten? Oder um jetzt mal so hinzuführen, wenn man jetzt aktiv sich dafür interessiert oder sowas aufbauen möchte, etwas in der Art. Und das sind wahrscheinlich Themen, die halt Leute, die Chaos-Orgas machen, schon längst kennen und jetzt einschlafen. Was deswegen, das so wie wir das gemacht haben, quasi mit lokalen Treffen angefangen, eigentlich relativ regelmäßig seit 2013, so eher so Stammtische in Kneipen halt, dann einmal kam dazu einmal im Monat halt eben ein gemeinsames Spaghetti-Essen, meistens bei jemandem zu Hause. Und die Craft-Anoons, die Helga insbesondere gemacht hat, sind so Nachmittage, wo man halt sich zusammensetzt und eigentlich überwiegend mit Stoff, aber auch mit Elektronik halt Dinge bastelt, die sich in so einem Kontext halt, die da sehr praktisch sind, sagen wir mal. Oder auch einfach Sachen aufpimpen. Ja, von Kostüme für den nächsten Event selber machen bis zu Kunstwerken vorbereiten, ist da alles möglich. Aber ebenso im Kleinen anfangen und dann gucken, was für Ideen dabei rauskommen und was man dann zusammen machen möchte. Genau, das fängt halt klein an normalerweise, wenn man jetzt auch vielleicht in der Gegend ist, wo es noch gar keine starke Community gibt. Da muss man halt auch so ein bisschen Sitzfleisch manchmal mitbringen, weil die Events sind halt klein und persönlich. Manchmal hat man Pech, es kommt auch nur ein oder zwei oder keiner, wenn man Pech hat. Aber meine Erfahrung ist, dass es halt hilft, das sehr einfach regelmäßig zu machen, dass sich die Leute irgendwann wissen, okay, jetzt ist Mittwochabend, dann ist jetzt eine Option, ist halt so ein Burner-Treffen teilzunehmen. Und es hilft natürlich auch, wenn man halt zu bestehenden Veranstaltungen hingeht und da auch Aufgaben übernimmt, Orga-Aufnahmen, sei es jetzt in der Gesamtorga oder in einem einzelnen Camp oder sowas, weil man dann auch schon Leute kennt, international Menschen kennenlernt und das dann halt auch total hilft, so diese Strukturen ein bisschen kennenzulernen. Also ich weiß, dass einer der ursprünglich führenden Kräfte bei Kiezburn zum Beispiel, der hat bei Nowhere, bei dem spanischen Event, halt erstmal ein Camp gemacht und dann aus den Erfahrungen heraus war halt die treibende Kraft dahinter, halt eben hier auch ein eigenes Event aufzubauen. Genau, und wenn man halt oft genug, lang genug die Leute zusammenbringt, dann gibt es halt eben auch so eine kritische Masse von Menschen, die sich untereinander vertrauen, die sich untereinander kennengelernt haben und mögen. Und das macht es halt dann relativ einfach, dann die da zu sagen, okay, jetzt lasst uns mal was Eigenes machen, wo wir einfach für mehrere Tage Leuten dann eine schöne Zeit bereiten können, inklusive uns selbst. Und genau, man lernt dabei Dinge, die sonst, die man vielleicht nicht gelernt hätte. Gerade jetzt so Orga-Sachen sind in mancher Leuts Leben nicht so stark ausgeprägt, waren bei mir früher auch nicht. Und manchmal kommt man halt eben auch aus seiner persönlichen Komfortzone raus und fängt dann an, Vorträge zu halten irgendwo. Für mich als schüchternen Menschen ist das schon ein gewisser Weg, den ich zurückgelegt habe. Was man bedenken muss dabei, und da wird es dann halt manchmal auch so ein bisschen spannend, wir machen das halt alles ohne Geld, auch meistens auch ohne Ehrenamtspauschalen oder Ähnliches. Und das heißt, man muss dann auch schon sehr viel Energie und Lust mitbringen und die Zeit dann natürlich dafür haben. Also wer jetzt irgendwie um seine Existenz kämpft, für den ist das wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Aber wer jetzt halt die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, dann
würde sich das halt auch eignen. Nur die großen Events, so die eben Borderlands Nowhere und so weiter oder Africa Burn, die haben meistens so eine bezahlte Kerncrew, weil sich halt eben ein 3.500-Leute-Event, das lässt sich nicht mehr aus der reinen Freiwilligkeit vorbereiten. Wie kommt man jetzt dahin, wenn man so etwas machen möchte, einen eigenen Event machen möchte? Dann haben wir festgestellt, eigentlich die organisatorischen Strukturen, vorzugsweise ein Verein, ein gemeinnütziger Verein idealerweise, das sollte man am besten schon vorher anfangen, selbst wenn der Event selber noch gar nicht so konkret ist, weil so einen Verein aufzubauen, das kann gerade jetzt mit dem Streit um Satzungen und so weiter, mit dem Registergericht, das kann ein bisschen dauern. Da muss man erstmal lernen. Und das kann man auch vorher sich entsprechende Kurse machen. Gibt es relativ viel eigentlich schon online und sich Beratungen auch einholen. Bei uns hat das tatsächlich über 2 Jahre gedauert, bis unser Verein gegründet war. Aber da lag auch ein Jahr Pause dazwischen, weil wir einfach überhaupt keinen Bock mehr hatten auf dieses Vereinszeug. Aber es hat sich dann hinterher als sehr hilfreich erwiesen eigentlich. Aber man muss halt eben Zeit einplanen, jetzt gerade auch so ein Event zu machen. So ein Kiezburn, die brauchen halt vielleicht ein halbes Jahr Beschäftigung. Wenn man das erste Mal macht, ist vielleicht würde ich eigentlich mehr Zeit einplanen. Dann ist halt spannend das Location Scouting, also wo macht man das, wie groß traut man sich zu und gibt es halt dann einen Platz dafür, und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also das mit dem Kloster zum Beispiel, da wären halt Gebäude, die man nutzen kann, da ist man so ein bisschen wetterunabhängig, aber man ist natürlich auch so ein bisschen auf bestimmte Eigenschaften des Ortes festgelegt. Während wenn man jetzt sagt, irgendwie so wie bei Kiezburn, da heißt es lustigerweise auch Freiland, das Gelände, so wie hier das Gelände. Da ist es halt so eine ehemalige Kiesgrube, die renaturiert wurde, und da hat man halt einfach nur Grün und ein bisschen 2 Seen und ein bisschen Hügel und so. Das ist natürlich dann ein etwas anderer Event. Umso weniger da ist, desto mehr müssen die Leute mitbringen, aber desto mehr Freiheiten haben sie halt auch. Da muss man halt gucken, wie weit sind die Nachbarn weg und sowas. Dann gibt es verschiedene Arten, wie man so ein Team, also so, gerade so das Orga-Team aufbauen kann. Bei Burning Bear zum Beispiel, da haben wir eher ein festes Team gehabt, das halt in ein Wohnzimmer passt mit 15 Leuten. Und dann, das hat auch wenig gewechselt eigentlich, jedenfalls während der Orga-Zeit nicht. Und dann zum nächsten Mal haben dann Leute vielleicht mal statt das eine das andere gemacht. Irgendwie einmal Volunteers und dann also sich um die freiwilligen Organisationen gekümmert und beim anderen Mal dann vielleicht Transport organisiert oder sowas. Bei Kiezburn zum Beispiel, die gehen da ganz anders ran, die sind sehr breit aufgestellt. Das Team ist ziemlich groß, das kriegt man nicht mehr in der Wohnung unter. Da muss man halt gucken, wo man dann Plätze findet, wo alle zusammenkommen können, um Sachen zu diskutieren. Muss man zumindest so 2, 3, 4 Mal machen vorher. Der Rest geht dann online normalerweise. Dafür hat man aber auch mehr Möglichkeiten, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen ausfällt, dass dann halt eben jemand anders das übernehmen kann für diese Person. Kommunikation ist immer ein großes Problem eigentlich, weil wir die Burner-Community ist sehr divers, was die Lust an Technik angeht auch. Manche kommen auch eher so aus der Informatik-Ecke, andere Leute sind halt eher so Künstler, sagen wir mal so als Unterschied. Und alle Kombinationen dazwischen. Und die sagen dann, wenn man mit irgendeinem tollen neuen Tool kommt, sagen dann, oh, ich muss schon wieder eine App installieren und versuchen, das rauszufinden, wie das funktioniert und so. Also Kommunikation ist wirklich sowohl intern als Team, als auch nach außen hin, welche Wege man jetzt nimmt. Das ist zumindest für uns war das eine Herausforderung. Kunstförderung und ordentliche Finanzen sind wichtig, und insbesondere ordentliche Finanzen. Wenn man es nicht ordentlich macht, dann hat man hinterher jahrelang nur Ärger damit. Das können wir aus eigener Erfahrung sagen.
Deswegen ist es gut, das von vornherein zu machen und doch idealerweise Freiwillige an der Stelle zu haben, die sich damit schon so ein bisschen auskennen. So, genau, jetzt nochmal so ein bisschen allgemein, was so ein Burn ausmacht. Dass man halt einfach spannende Erfahrungen hat mit Leuten. Also so, es gibt so, so den Spruch irgendwie, man weiß halt nie, hinter welchem Busch der Hase vorspringt. Und so ist das halt auch. Du weißt, wenn du, man darf eigentlich nicht mit zu vielen Erwartungen rangehen, sonst, weil die werden wahrscheinlich enttäuscht und dann übersieht man die anderen Sachen, die halt trotzdem interessant sein können. Und man muss sie nicht verstellen, ja. Man hat halt einfach so eine Woche oder 4 Tage Zeit und eigentlich wenig Verpflichtungen, außer denen, die man halt jetzt organmäßig sich übernommen hat und kann eigentlich relativ unstrukturiert losgehen und experimentieren. Und diese Gelegenheit gibt es eigentlich relativ selten heutzutage im Leben. Zumindest jetzt nicht, wenn man, sagen wir mal, über der 30 ist. Dann es hilft, wenn man so ein bisschen geistig flexibel und spontan ist, sich auch auf Sachen einlassen kann. Also wenn man jetzt sehr nur seinen geraden Weg fahren möchte, dann wird es wahrscheinlich auf dem Burn irgendwann anstrengend. Weil halt eben das Ganze drumherum nicht so ist. Man hat aber eben viele Leute auch, zu denen man ein Grundvertrauen haben kann, selbst wenn man sie vorher nicht kennt. Weil jetzt gerade bei Burning Man ist das halt sehr extrem eigentlich. Alle sind rausgefahren, haben sich diese Mühen auferlegt. Keiner ist da irgendwie, fällt da einfach so rein oder zumindest nur der ganz kleine Teil davon. Und deswegen gibt es da schon mal so eine Verbindung, so eine Brücke zu den anderen Menschen. Ich denke mal, das wird beim Sommercamp wahrscheinlich auch ähnlich sein. Und beim Kongress vielleicht auch, was das Nebenprogramm angeht. Genau, man kann Dinge ausprobieren, man kann auch Fehler machen, auch wenn man irgendwas organisiert, kann man Fehler machen, dann guckt man halt gemeinsam, wie kriegt man es wieder hin. Was ich für mich halt als Spannendes wirklich festgestellt habe, ist, einen Raum mitzugestalten, der anderen Menschen die Möglichkeit gibt, solche Erfahrungen zu machen. Oder überhaupt Erfahrungen zu machen, die sie sonst nicht machen würden. Das finde ich halt total spannend. Und ja, man ist eigentlich viel Zeit dann damit beschäftigt, auch dieses, was man da auf dem kleinen Bild sieht, das Lemon Camp auf dem Kiezburn, was wir mit aufgebaut haben, da waren wir schon 3 Monate immer wieder mit zu tun gehabt, irgendwie Deko geplant, Deko gemacht, mit den Leuten zusammengesessen und so. Da sieht man auch vielleicht ein bisschen, was mit Camp gemeint ist. Also wir haben da zusammen drumherum gecampt, wir haben da gewohnt, wir haben da zusammen gekocht. Wir hatten eine Ecke, wo jeden Tag eine Performance ablief für alle anderen Teilnehmer von dem Kiezburn. Und abends konnten wir da halt eben auch schön zusammensitzen, wenn wir nicht gerade anderweitig unterwegs waren, was die anderen machen, teilzuhaben. Also das ist ein Camp, ist einfach auch so dann für eine Woche oder die Zeit, die so ein Event dauert, dann halt auch der gemeinsame Lebensraum. Ja, jetzt nochmal, weil die Zeit drängt jetzt schon langsam, sehe ich. Kurz nochmal ein paar Aspekte, wie das bei Kiezburn zum Beispiel ist. Die haben sich ein Modell gesucht, das nennt sich Consensual Duocracy. Da geht es im Prinzip darum eigentlich, wer etwas sieht, wo etwas gemacht werden müsste, oder entschieden werden müsste, der kann das selber entscheiden letztendlich. Holt sich vorher sinnvollerweise von sehr vielen Menschen Input dazu, von allen, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben oder was darüber wissen könnten. Und dann gibt es halt so einen Prozess und der wird bei Borderlands wird der halt so in groß gepflegt. Da habe ich das auch mal mitgemacht. Und das wird halt auch durch das Tool letztendlich, durch dieses Lumeo, was für die Kommunikation insbesondere nach innen verwendet wird, wird es auch unterstützt, dass man dann halt so einen Antrag macht und wie heißt das? Das genaue Wort habe ich jetzt vergessen, aber das ist so ein bisschen wie ein Forum mit so ein bisschen speziellen Tools, eigentlich so hat entfernte Ähnlichkeiten mit Liquid Democracy, würde ich sagen. Habe es mir zumindest in dem Zusammenhang auch mal angeguckt, aber das wird eigentlich so, wenn man eine größere Gruppe hat, dann wird das eigentlich ganz gut
kann es ganz gut eingesetzt werden. Nach außen kommunizieren sie halt eben über Newsletter, Facebook-Gruppen und Telegram-Channel. Und es ist halt auch so, dass die zentrale Orga versucht, sich wirklich auf die Notwendigkeiten zu beschränken, weil die anderen Leute, die anderen Teilnehmenden sollen halt eigentlich, wenn sie irgendwas haben sollen, sollen sie es mitbringen. Idealerweise sogar den Strom und das Wasser. Das gibt es aber meistens dann doch praktischerweise zentral organisiert. Und manche Dinge braucht man halt einfach, Erste Hilfe, Security, Klos und so. Tickets machen sie bisher mit burnertickets.com. Das ist so eine Gruppe in London, die sich halt da so ein bisschen drauf spezialisiert hat. Gibt aber auch andere Möglichkeiten. Pre-Tix habe ich schon gesehen und verschiedene kommerzielle Anbieter für die Tickets. Und genau, die Orga kauft auch Tickets, das ist bei uns auch wichtig. Es gibt Low-Income-Tickets auch. Also wer in der Orga ist und wenig Geld hat, kann sich dann aber zumindest auf so ein Low-Income-Ticket bewerben. Und ein Teil der Gelder wird halt immer an Projekte, die dort stattfinden, verteilt. Genau, wir kaufen normalerweise nichts ein, was wir selber machen könnten. Außer eben, wie gesagt, Security, Erste Hilfe und sowas, was dann verpflichtend ist. Und manchmal ist es halt so, wenn Strom nicht zentral organisiert wird und keiner sich darum kümmern möchte, ob es Strom gibt, dann gibt es keinen Strom. Dann ist das passiert das, was die Leute machen. Und wenn sich keiner um Strom kümmert, dann muss man halt sehen, wie man damit klarkommt. Hier nochmal ein kleiner Überblick, der wird sich wahrscheinlich dann hinterher in den Folien besser sehen lassen, von so Dingen, die interessant sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Stream lesen kann. Ich glaube eher nicht. Linke Seite wäre halt so die Kommunikationstimeline mit so verschiedenen Schritten. Wann schickt man Newsletter raus? Wie oft trifft man sich? Welche Dinge müssen zu welchen Zeitpunkten entschieden sein? Genehmigungen, Versicherungen und so weiter, die halt essentiell sind für den Event. In der Mitte findet man so die Struktur quasi von dem Budget, wie Kiezmann das verwendet hat. Da tauchen auch so Sachen auf wie GEMA zum Beispiel. Kannst du jetzt selber tatsächlich gar nicht lesen. Erste Hilfe, all diese Dinge, die man einkauft, die müssen halt bezahlt werden. Auch in dem Fall gab es halt eben auch Strom und Wasser. Das muss halt auch bezahlt werden, sowohl vom Verbrauch her als auch die Infrastruktur dafür. Und ganz rechts nochmal vom Burning Bear ein Beispiel, und Burning Bear und Kiezmann, wie das dann tatsächlich auf Buchungskonten beim Steuerberater runtergebrochen wird. Also da gibt es eine gewisse Diskrepanz, wo es ganz gut ist, wenn man dann auch tatsächlich einen halbwegs brauchbaren Steuerberaterin oder Steuerberater hat und Buchhaltung, die halt eben aus dem, ich will nicht sagen Chaos, aber auch doch aus einer gewissen Vielfalt von Dingen das so macht, dass das Finanzamt das auch glaubt, dass das gut und richtig ist. So, jetzt sind wir schon bei der vorletzten Folie. Da wollte ich kurz nochmal auf weitere Sachen eingehen. Was wir halt haben, so ähnlich wie es letztendlich hier jetzt auch ist, dem Chaoszone-Studio, das ist ja ein Ort, wo fest Leute zusammenkommen können und ihre Sachen machen. Das haben wir jetzt in Berlin auch gemacht mit der Burner Embassy. Unser erster fester Ort hat aber auch Herausforderungen, wie man kommt halt eben nicht nur für eine Woche zusammen und muss miteinander auskommen, sondern manchmal muss man halt eben auch länger miteinander auskommen. Das ist gewisse Herausforderung auch. Wenn wir jetzt sowas, wir sind im Haus der Statistik am Alexanderplatz, hatten im letzten Jahr 8 Einbrüche in unsere Räume, weil wegen Lockdown immer wenig los war zu bestimmten Zeiten. Und das hat man halt bei der Veranstaltung auch eher selten, so eine Schwierigkeiten. Genau, und wenn man halt so einen Verein hat, dann kann man sich auch überlegen, wir haben den Verein gestartet als Werkzeug quasi für die Veranstaltung, aber so ein Verein kann natürlich dann auch mehr machen, auch für die Gesellschaft mehr machen, für die Nicht-Burner mehr machen. Und das kann man sich halt auch überlegen, wie man dann mit anderen Gruppen zusammenarbeitet, um da noch mehr Gutes letztendlich nicht nur für die Community, sondern für die Gesamtgesellschaft hinzukriegen. Fördermöglichkeiten, da sind wir immer noch so ein bisschen schlecht aufgestellt, die zu finden. Da kenne ich andere Organisationen, die sind sehr gut darin, irgendwie Gelder zu finden. Für uns, da haben wir ja keinen Experten für, keine Expertin. Ja, das ist ja auch, wenn man dekommodifiziert sein will und nicht werben will und nicht eine Marke sein will, dann ist es aber eben auch schwierig, förderwürdig zu erscheinen. Das ist schon auch
jetzt ein spezielles Problem für Börner. Genau, zumindest eine Herausforderung. Man sieht auf dem Bild so ein bisschen wie so einen früheren Stand, wie die Börner Embassy aussah. Sieht auch immer noch so ähnlich aus, aber ist im Moment arschkalt da drin, weil halt das Haus der Statistik über unseren Köpfen sozusagen abgebaut wird oder leer gebaut wird. Und gut, jetzt mit Lockdown ist da jetzt eh nicht so schön. Aber eben, wie gesagt, mit Konflikten innerhalb der Community muss man so ein bisschen lernen, umzugehen und auch eben mal Leute ihr es machen zu lassen und zu sagen, ja, okay, wenn ihr es anders machen wollt als wir, dann macht es doch anders. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig und ist aber auch was sehr hilfreich ist zu lernen. Und damit wäre ich jetzt erstmal am Ende mit dem, was wir erzählen wollten. Hier noch so ein paar Links reingeworfen über verschiedene Aspekte. Und genau, ganz unten unsere Kontaktdaten. Aul@berlinburner.de oder Helga@berlinburner.de, wenn ihr jetzt über die Fragen, die jetzt vielleicht eingetroffen sind, noch weiter was wissen wollt. Vielleicht nochmal einen kurzen Teaser. Heute Abend ist auch ab 20 Uhr bis 22 Uhr haben wir eine kleine Videokonferenz, unser wöchentliches Meeting online. Findet ihr auch, ich glaube, über berlinburner.de müsste das zu finden sein. Ja, so viel erstmal dazu. Dankeschön. Ja, sehr spannend. Wir haben tatsächlich nur eine Frage aus den Tiefen des Internets und zwar nach der Frage. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich fand es auch total spannend, jetzt gerade zuzuhören, muss ich sagen. Und zwar, was das für ein Event in der Nähe von Leipzig ist und wie man da Kontakt zur Orga bekommt. Das ist wie gesagt in Planung. Wir haben jetzt gerade irgendwie kurz vor Weihnachten das angeteasert, dass wir da was machen wollen, einfach um den Termin zu blockieren. Der Termin ist um den 23. Juli rum, das Wochenende. Und wird so 200 Leute groß sein. Wie gesagt, es gibt Gebäude, mit denen man was machen kann. Und letztendlich meldet euch bei uns. Ja. Und wir sind gerade dabei, das Team so ein bisschen aufzustellen, so eine Mailingliste aufzustellen, dass alle dann noch darüber informiert werden, was jetzt als nächstes ansteht. Erstmal machen wir noch Silvester und Neujahr und dann geht sozusagen die Arbeit los daran. Also Location Scouting haben wir jetzt im Vorstand vom Verein im vergangenen Sommer schon gemacht. Haben uns also das schon mal angeguckt und überlegt, was geht da, wie groß kann das sein, was können wir auch stemmen als Organisation und oder als sozusagen mit den Erfahrungen, auch die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wie kriegen wir das irgendwie hin. Und dann lernen wir natürlich auch viel von anderen Gruppen und müssen aber dann auch gucken, wenn jetzt was Kiezmann macht zum Beispiel, was davon eignet sich jetzt tatsächlich auch für unsere Orga genau so. Weil manche Dinge funktionieren einfach besser, wenn die Gruppe größer ist. Wenn wir jetzt, das habe ich bei der Börner Embassy zum Beispiel gemerkt, wir benutzen halt das gleiche Kommunikationssystem, aber wenn man jetzt konkret an diesem Ort, haben wir vielleicht so 40 interessierte Aktive gehabt ursprünglich. Und wenn man dann aber ein Forum hat, wo sich manche Leute nur per E-Mail informieren, dann kriegt man einfach keine Diskussion so richtig hin. Weil die Leute sind nicht mehr gewöhnt, irgendwie einen Tag zu warten, bis sie eine Antwort bekommen. Das ist schön, ja. Und dann haben wir ja zusätzlich noch eine Telegram-Gruppe gemacht. Das ging dann schon ein bisschen besser, aber dann ist das natürlich sehr intransparent, was passiert. Weil Leute, die später reinkommen, kriegen das nicht mehr mit. Genau, was ich schon sagte, das Thema Kommunikation ist eine Herausforderung und die haben wir bisher auch noch nicht wirklich gelöst. Aber wir sammeln jetzt, wie gesagt, Leute, die sich interessieren und die halt mitwirken wollen von Anfang an. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt ein Event hat, üblicherweise gibt es bei den Events keine Abendkasse, weil die einfach schon lange vorher ausverkauft sind. Wie sichert man sich ein Ticket? Umso näher man an der Orga dran ist und mithilft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch dass man halt die Dinge im persönlichen Sinne mit beeinflussen kann. Also die Arbeit sollte natürlich dann nicht enden, wenn das Ticket da ist, aber wenn man jetzt nur ganz von außen irgendwie quer reinschießen will, irgendwie kurz vor Beginn, dann wird es schwierig bei einem Burn. Das funktioniert meistens nicht. Und
Das halt auch, wäre jetzt auch nochmal eine Lehre für Burning Man selbst. Das ist ja auch mit seinen 78.000 ist das halt normalerweise in Sekunden ausverkauft. Die Chance, ein Ticket zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Aber da ist es dann halt auch sinnvoll und hilfreich, Teil von der Community zu sein und dann die einfach Augen offen zu halten oder offen halten zu können, ob irgendwo ein Ticket vorbeikommt, was man dann zu einem späteren Zeitpunkt bekommen kann. Da gibt es ja durchaus Parallelen ja auch zum Chaos. Ne? Also wir haben ja auch das Engelsystem für die Helfer eben. Also was ich gerade mache, herhalten, ist halt eben auch eine Engeltätigkeit, wo man eben auch so Stunden sammeln kann und dann eben auch einen Voucher oder ein T-Shirt oder so bekommt, wenn man genug gemacht hat für das nächste Event. Und das scheint ja bei euch dann auch ähnlich zu sein. Also es ist sehr spannend, dass die, wie die Parallelen da so sind. Ja, genauso kenne ich das ja auch umgekehrt, weil ich beim Kongress selber teilzunehmen, also es hat zwar in der Vergangenheit ab und zu mal geklappt, aber meistens ist irgendwie hat der Kongress schon angefangen und der Ticketverkauf ist schon vorbei, weil ich halt eben nicht selber schon aktiver Teil der Community bin, sonst hätte ich das schon viel früher mitbekommen. Und wenn man halt eben einfach nur sich für den Event interessiert, ohne sich für die Community zu interessieren, dann ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger, da tatsächlich ranzukommen und dann teilzuwerden. Und es ist natürlich auch so, wenn man erst auf dem Kongress anfängt, irgendwie Teil der Community werden zu wollen, dann ist man manchmal schon ein bisschen spät für manche Sachen. Ist jetzt so mein Gefühl. Ja, und das ist auch sehr überfordernd, glaube ich. Also ich war tatsächlich vor 2 Jahren das allererste Mal auf einem Live-Kongress. Also ich bin noch relativ jung im Chaos und ich fand es total überfordernd. Und ich fand es halt sehr hilfreich, Chaos-Treff Potsdam eben zu haben, so auch als Basisstation, dass man ein paar Leute kennt und die auch ein bisschen so an die Hand nehmen, weil das ist ja schon sehr überfordernd, wenn da laute Hallen sind mit so vielen Menschen, überall blinkt was und man kann Dinge entdecken. Und das stelle ich mir beim Burning Man dann ja auch noch in größer, viel, viel schwieriger vor. Und das wäre jetzt auch meine Frage. Also auch, ihr habt ja auch diese Prinzipien mit der Unmittelbarkeit und so. Wie ist denn das eigentlich? Also das ist doch bestimmt für manche Leute auch überfordernd. Also wie schützt ihr euch so, dass man halt nicht irgendwie 3 Tage durch die Gegend rennt und dann nichts mehr trinkt oder irgendwie so? Also wir vom Kongress haben ja diese 6-2-1-Regel. Also 6 Stunden Schlaf, 2 Essen am Tag und einmal duschen, glaube ich. genau. Also was Ähnliches gibt es auch. Also eigentlich hat jeder Event so ein What, Where, When Guide und auch ein Survival Guide. Und da steht sowas zum Beispiel drin, gerade wenn du in Spanien bist oder eben in Black Rock Desert, da musst du wirklich mit Hitze und Kälte Tag, Nacht umgehen können. Du musst, was weiß ich, wenn du irgendwie merkst, du kriegst Kopfschmerzen, trink viel Wasser. Wenn du merkst, du kriegst schlechte Laune, trink ein Elektrolytegetränk. Also es gibt einfach so Erfahrungen, die gesammelt sind und wiedergegeben sind. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Tatsächlich, das kommt häufig vor, dass Leute das erste Mal hinfahren und sich ganz viel vornehmen. Also auch dieser, was du gerade sagtest, der What Where When Guide, das ist so ein Buch mit den Veranstaltungen, das ist also so dick. Das guckt man sich meistens dann vorher an, wenn man angekommen ist, streicht sich an, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Lernt dann irgendwann durch Erfahrung, okay, das ist jetzt auf der anderen Seite der Stadt. Das heißt, ich brauche mindestens eine halbe Stunde dahin, wenn es denn überhaupt stattfindet. Vielleicht komme ich auch hin, es findet gar nicht statt. Und oft sind die Neulinge sehr da, rennen möglichen Erfahrungen hinterher und übersehen das, was bei ihnen vor der Tür ist, sozusagen. Kann man eigentlich nur raten, am Anfang nicht zu viel vornehmen. Und das ist, manchmal ist das auch eine Sache, wenn den Leuten die Orga machen und gleichzeitig auch noch ganz viel mitnehmen wollen dabei. Das ist gar nicht so einfach. Also vor allen Dingen, wenn sie halt Monate vorher schon an dem Thema gearbeitet haben und dann, das führt dann auch bei den Organisatoren manchmal zur Überforderung. Deswegen machen nicht alle das mehr als 2 oder 3 Mal oder so wie Kiezborn jetzt trennt das halt eben stärker, den Verein und die Veranstaltungsorga und dann die Sachen, die auf der Veranstaltung sind. Ja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle. Das mit dem Duschen, das ist bei Burning Man ja ist, so eine gewisse Herausforderung, weil du musst ja zum Duschen musst ja dein eigenes Wasser mitbringen und du musst dein Abwasser auffangen. Das heißt, in meinem ersten Jahr bei Burning Man habe ich nicht geduscht. Die 7 Tage. Das war dann quasi Wacken, oder wie? Nee, das war mit Feuchttüchern. Und dann gab es, es gibt so 2, 3 Camps, die Aktivitäten anbieten, die einen sauber werden lassen.
um das jetzt mal so, es gibt so einen Schaumdom zum Beispiel öfter. Okay, interessant, was heißt und dann, das? Und da gehen dann die Leute rein und werden dann so immer 30 auf einmal irgendwie mit so Schaum eingesprüht, dann kommt Wasser hinterher und fertig. Okay, wow. Muss doch vorher eine Stunde anstehen, bis man dann dran ist, also muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber das, also so eine Möglichkeiten gibt es dann vereinzelt schon. Aber das sind halt eben doch sozusagen Geschenke und Aktivitäten, die halt eben von Leuten zur Verfügung gestellt werden. In dem Fall Leuten, die sich so viel Geld zusammenkriegen konnten, halt eben so ein ganz großes Ding dahin zu stellen und das ganze Material dafür. Ja, das ist ja Wahnsinn, das alles in die Höhe zu kriegen. Ja, das Internet hat, glaube ich, nicht noch mehr Fragen. Ja, wollt ihr noch irgendwas erzählen? Oder ich habe noch eine Frage. Also wie oft wart ihr denn schon beim Burning Man? Das ist jetzt schon eine Weile, oder? Ich war einmal. Okay. Aber auf diversen europäischen? Ich war bei Burning Man selbst war ich 7-mal insgesamt. Okay, wow. Und ja, und dann auch bei den europäischen, meistens dann mit Helga und auch teilweise mit unserer Tochter zusammen und auch mit dem Sohn. Der ist letztes Mal ist er sogar alleine gefahren, ohne mich, der Sack. Hat mich nicht mitgenommen. Es ist, also sagen wir so, die Sachen, die in der Nähe liegen, die sind natürlich einfacher auch finanziell zu stemmen. So nach Burning Man, man muss einen Flug haben, man muss das Ticket bekommen. Das ist, wenn man es ganz billig macht, dann ist man trotzdem mal 1,5, was man da auf den Tisch legen muss dafür. Und dann ist man schon sehr billig unterwegs. Es muss nicht viel mehr kosten. Man kann natürlich auch fancy mit Wohnmobil und so weiter, aber wenn man jetzt so Bare Necessities nimmt, dann kommt man eigentlich mit weniger Geld dahin. Jetzt zu Kitzbühel, da fährt man 2 Stunden mit dem Auto oder mit der Bahn auch und muss dann halt nur vom Bahnhof dahin kommen und die Teilnahmegebühr ist deutlich preiswerter und man kann, wenn man sich das irgendwie organisiert als Camp, kann man da mit relativ kleinem Geld auch das machen. Also das ist dann für viele Leute viel zugänglicher. Ja, das glaube ich, weil das ist ja schon ein und das Schöne ist, das ist eine Lehre, die ich mitgemacht habe. Also ich komme ja, wie gesagt, vom großen Burning Man, von überwältigend und ganz viel. Und dann war ich das erste Mal auf einem kleinen österreichischen Burn, dem Mindburn, den gibt es jetzt leider nicht mehr inzwischen. Und da waren wir am Anfang der Woche 10 Leute und ich glaube, in der Spitze waren wir 35 Leute gewesen. Und ich war eine ganze Woche da gewesen und dadurch, dass man aber sich so immer wieder begegnet ist, Burning Man kann wie eine Großstadt sein, du siehst die Menschen kein zweites Mal, wenn du Pech hast oder manchmal auch Glück hast. Und da war das aber trotzdem so persönlich geworden, man hat die ganze Zeit irgendwas miteinander gemacht, Workshops gemacht, seine eigenen Projekte verfolgt und am Ende nach dieser Woche da wieder wegzufahren, das war fast genauso schwer wie von Burning Man wegzufahren. Also von diesem persönlichen, dass ich mich jetzt davon trennen muss, weil eben so eine Woche keine Verpflichtungen zu haben in dem Sinne, außer die man sich selber auftut. Ja. Das ist manchmal schon wie so ein Geschenk und dann ist es ganz schön schwer, davon wieder wegzugehen. Ja, das glaube ich. Deswegen, es funktioniert, also für mein Gefühl, funktioniert es mit den richtigen Leuten auf allen Ebenen. Und man muss nicht zu Burning Man fahren, um diese Kultur zu erleben. Und deswegen finde ich es halt auch schön und gut, diese Kultur zu stärken und dann halt eben lieber noch mehr eigene Events in der Gegend zu machen. Kleinere, eben 200 Leute. Ja, das passt. Ich habe noch eine Frage aus dem Internet. Das passt auch dazu mit den kleineren Events, glaube ich. Ich habe eine Frage zur Nachhaltigkeit. Was sind da konkrete Pläne? Leave No Traces erscheint ja vor allem erstmal als Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Okay, die Frage verstehe ich, glaube ich, nicht so ganz. Ja, doch schon. Also wenn man jetzt gerade auf Burning Man selber guckt, wenn alle europäischen Burner sich in Flieger setzen und dahin fliegen, das ist jetzt wirklich nicht nachhaltig. Also da ist dann auch zum Beispiel kleinere Regional Burns sind wesentlich nachhaltiger. Die anderen Sachen, die weiß ich jetzt erstmal nur von den kleineren Events, an denen ich auch teilnehme. Also wenn wir ein Campen machen, dann machen wir das nicht nur einmal, sondern meistens über mehrere Jahre und verwahren das Zeug auch und refreshen das und machen aus alten neue Sachen. Ich mache für den Verein ein Kostümcamp. Das sind auch so ein paar Strukturen, dass man immer was hat, dass jeder sich vor Ort verkleiden kann und das Zeug da ist, aber nicht jeder immer alles kaufen muss und wir das miteinander teilen.
wenn Kunstwerke zusammen erstellt werden, dann wird da sehr drauf geachtet von den einzelnen Gruppen und Leuten, was sie für Material verwenden, ob das wiederverwendet werden kann. Also gerade der Generator in Vino ist auch so ein Teil, wo mit Material umgegangen wird. Und so. Also es gibt verschiedene Ansätze, das besser zu machen. Aber die sind halt individuell. Da gibt es jetzt keine Vorschrift, keine Vorgabe. Das müssen tatsächlich die Events und die Gruppen auf den Events, die halt da was hinbringen und was entstehen lassen, machen. Aber da, also jetzt gerade zumindest aus Berliner Sicht, versuchen wir schon eigentlich mindestens diese Sachen halt so gut wieder zu verwenden, wie es geht und nicht nur einmal und dann wegschmeißen. Ja, das klingt auch gut. Und und Burning Man selbst hat halt eben wir müssen zu Ende kommen, langsam. So eine langfristige Agenda, immer weiter nachhaltig zu werden. Genau, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und für den Talk. Und wenn es noch weiter Danke Fragen geht, da, gibt, dann könnt ihr euch ja bei den beiden Vortragenden melden. Dann tschüss aus Potsdam. Ciao.